Neuer Shop kommt jetzt hier in ganz genau 3 Sekunden. Ich bin gespannt, was heute so Neues Schönes reinkommen wird. Gerne liken und gerne abonnieren, falls ihr neu da seid. Mr. Beast ist zurück, muss ich sagen, finde ich nicht so nice. Aber Skin sieht aus wie Mr. Beast. Mit und ohne Hut finde ich jetzt nicht so krass. Spitzhacke von dem Kollegen ist schon krass. Ja. Kann man mitnehmen. Zweite Variante. Ändert sich da der Sound? Nö, ändert sich nichts. Emote ist sehr nice. Aber da gibt es ja keine Musik dazu. Das wiederum nicht so nice, aber trotzdem cooles Emote. Passende Lackierung, naja. Das Bundle finde ich schon wiederum ein bisschen besser. Vor allem den Skin. Gut, hier jetzt nicht so wirklich in der Cartoon-Variante, aber hier deutlich besser. Backpack, naja. Spitzhacken, ich dachte, die werden geil, aber ich finde die Spitzhacken echt trash. Gleiter ist somit das Beste vom gesamten Mr. Beast Bundle. Von allen Sachen. Finde ich, ist das Beste, was es gibt. Dann haben wir das Ganze im einzelnen Kauf bei 1,2 für die Variante. 500 Pickaxe Shooter Preis, 400 Emote, 300 Lackierung, 1,5 für den Skin, 800 Pickaxe, 800 Gleiter. Was? Oh, auf das Emote habe ich gewartet. Das könnt ihr übrigens mit jedem Skin nutzen. Das ist einfach, ja, das ist, ja, ist halt lustig. Coole Augen. Cooles neues Emote. Ja, Skins. Ja, was verändert sich hier eigentlich bei der? Hä? Wait, das ist verbuggt. Eigentlich sollte das Hinterteil weg sein. Aha, dann haben wir hier schon mal einen Shop-Bug. Passendes Rückenteil, finde ich süß. Männliche Variante, ja, erinnert mich immer an den Ninja-Skin. Fühle ich nicht so wirklich. Den Gleiter finde ich schon sehr krass, aber ist auch sehr teuer. Spitzhacken, finde ich nur den Sound cool. Spitzhacken Trash, Lackierung sehr, sehr nice. Ansonsten haben wir hier den Skin zurück. Der hat jetzt mittlerweile 4 Stile. Einmal so, einmal so, die relativ sogar neu sind. Und einmal die Variante. Dann haben wir hier Backpack. Hat nur 2 Stile, so schwarz und einmal weiß müsste das sein. Ja, weiß und Spitzhacken. Einmal so. Und einmal so. Mit anderem Sound und mit anderer Farbe. Dann haben wir hier auch ein weiteres Set wieder zurück. Ich schaue mal kurz nach. Seltenes heute. Gibt es irgendwas? Ja. 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 Ist okay. Ist in Ordnung. Ey, ist hier ein neues Bundle unten im Shop oder wie? Ist ein neues Band. Ey, wait. Es gibt ein neues PlayStation Plus Bundle. Aha. Ey, neues PlayStation Plus Paket ist verfügbar. Ich versuche euch das mal kurz hier einzublenden, wenn ich das irgendwie hinkriege. Für PlayStation Spieler jetzt anscheinend verfügbar. Schaut im Store nach. Einmal ganz genau das hier. Das soll das neue PlayStation Plus Paket werden. Eigentlich hätte das doch, oder war das zumindest so, dass es für Rette die Welt sein sollte. Aber naja, auf Twitter steht, PS Plus ist ab jetzt verfügbar. Dann geht es hier weiter mit dem Shop. Ja, seltenes gibt es übrigens nichts, nur so 100 Tage alt. Nichts krasses. Spitzhacken, ja, sind cool. Sind cool, kann man mitnehmen. 1,5 einzeln, 1,2, nichts mehr. Letzter Bereich, ja, der Skin war schon im Shop da gewesen. Ja, ja, ist okay, der Skin. Sehr nicer Skin, den Skin finde ich übelst nice. Backpack ist okay. Lackierung sehr heftig. Auch sehr heftiges Emote. Sehr krass. Daumen runter. Ja, hoffe ich nicht, dass ihr Daumen runter macht. Eher gesagt Daumen hoch, das wäre nicht schlecht. Ansonsten hier unten gibt es noch so viele Skins. Also das, der Stuff bleibt wahrscheinlich noch ein paar Wochen im Shop. Hier unten sind die ganzen Bundles übrigens zurückgekehrt. Das ist zurück, das ist zurück, das ist zurück und das ist zurück. Also jede Menge Stuff zurückgekehrt. Ansonsten gerne mein CC benutzen. Kuss geht an der Stelle raus.